Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marius Ebert und heute möchte ich Ihnen einen Karriereweg vorstellen, der mit dem Wirtschaftsfachwirt beginnt. Gehen wir mal auf meine Internetseite spaßlerndenk.de. Sie sehen Deutschlands Schnelllernspezialist, das bin ich. Ich habe mich spezialisiert auf IHK-Abschlüsse, wie Sie hier sehen, Wirtschaftsfachwirt, Betriebswirt, werden wir gleich noch drüber reden, technischer Betriebswirt, Personalfachkaufmann. Hier unten in mein Buch, Wirtschaftsfachwirt, gehen wir mal, schauen wir mal weiter. Da sehen Sie Wirtschaftsfachwirt in 22 Tagen, das ist, soweit ich sehen kann, bundesweit Rekord. Niemand macht das so schnell. Und wenn wir mal hier schauen, dann sehen wir, dass der Wirtschaftsfachwirt, hier steht noch in 18 Tagen, das war der alte Lehrgang, der neue Rahmenplan braucht etwas mehr, also 22 Tage. Und hier, das war immer schon Irrtum, 26 Tage Betriebswirt, aber immer noch sehr, sehr schnell. Also geprüfter Wirtschaftsfachwirt in der ersten Stufe, 22 Tage, geprüfter Betriebswirt in 26 Tagen. Und der geprüfte Betriebswirt, für den der Wirtschaftsfachwirt die erste Stufe ist, ist der höchste praxisbezogene Abschluss, den man in Deutschland machen kann auf diesem Gebiet der Betriebswirtschaftslehre. Und das ist möglich, wenn man in der ersten Stufe den Wirtschaftsfachwirt hat. Der Wirtschaftsfachwirt hat sehr günstige Zugangsvoraussetzungen. Schauen wir auch da nochmal kurz. Ja, also Sie sehen hier erstens, zweitens, drittens, viertens. Und es wird immer leichter. Eine der Bedingungen muss erfüllt sein. Und Sie sehen hier eine mindestens dreijährige Berufspraxis, irgendeine Berufspraxis, reicht also, natürlich kaufmännischer Abschluss, dann braucht man keine dreijährige Berufspraxis. Das stimmt gar nicht. Also dreijährige Berufspraxis und hier ist die Rede von Abschlussprüfung, kaufmännischer Abschlussprüfung und auch entsprechende Berufspraxis. Dann kann man den Wirtschaftsfachwirt machen, also viertens, das ist eine von vier Voraussetzungen. Eine muss erfüllt sein, um es nochmal klar zu sagen, um den Wirtschaftsfachwirt machen zu können. Das trifft auf sehr viele Menschen zu, die für sich ein Interesse und eine Begabung im Bereich Wirtschaft und kaufmännisches Handeln sehen. Ist also der Wirtschaftsfachwirt eine wunderbare Generalistenausbildung. Und danach, wie gesagt, kann man den Betriebswirt IHK machen. Wenn Sie es machen, machen Sie es bei mir. Denn nur hier gibt es das Original, nur hier gibt es diese besonders schnellen Lehrgänge mit einer besonderen Lernmethode, die ich entwickelt habe. Würde mich freuen, Sie im Seminar begrüßen zu können. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.